Profil Podcasts. Guten Tag, ich begrüße Sie zum Profil Podcast. Mein Name ist Christa Zöchling. Ich kann heute vorstellen den Herrn Christian Raab, wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Geschichte in Niederösterreich. Ich habe ihn eingeladen und gebeten, hierher zu kommen, weil er bald eine sehr interessante Ausstellung im Haus der Geschichte in Niederösterreich in St. Pölten eröffnet wird. Der Titel ist Der junge Hitler. Und Herr Raab, jetzt möchte ich Sie als erstes fragen, warum diese Ausstellung jetzt? Gibt es da irgendwas Neues, was man noch nicht wusste? Ja, also für uns ist dieses heurige Jahr der Anlass, 75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg, zurückzublicken, zu schauen, wo kommt das her, was dann in dieses Jahr 45 führt, mit all der unglaublichen, verheerenden Bilanz. Wo kommen Rassenhass, Antisemitismus, Nationalismus, Imperialismus, wo kommen die her? Die sind nicht 1914, nicht 1918 und auch nicht 1933 entstanden. Die haben eine viel, viel längere Geschichte. Und die ist meiner Ansicht nach relativ unbekannt. Wir sind so gewohnt, diesen Ersten Weltkrieg als Auslöser für alles Böse im 20. Jahrhundert zu sehen, dass wir meiner Ansicht nach übersehen, dass dieser Weltkrieg bereits die Folge auch einer Politik gewesen ist und auch, man muss es sagen, auch von Mentalitäten in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, die auch zu diesem Krieg führen konnten. Die Erwartung dieses Krieges war bereits vorhanden und auch all das, was der mit sich gebracht hat, ist bereits vorhanden gewesen. Der zweite Titel unserer Ausstellung heißt Prägende Jahre eines Diktators. Es geht uns darum zu zeigen, dass dieser junge Hitler, und immerhin ist er 25 Jahre alt, als der Erste Weltkrieg ausbricht, der hat schon sehr viel mit erlebt, der hat schon sehr viel kennengelernt, der hat sich schon mit sehr, sehr viel beschäftigt. Und das meiste, mit dem er sich beschäftigt, ist nicht irgendein Geheimwissen und ist auch nicht irgendein esoterisches, verrücktes Gedankengut, sondern das ist allgemein Wissen, das ist allgemein gut gewesen. Deswegen geht es uns darum, in dieser Ausstellung zu zeigen, einerseits seine Geschichte bis 1914, seine persönliche, das Wenige, was man von ihm weiß, aber auch da haben wir Neues gefunden, aber zugleich auch zu zeigen, was hat ihn und was hat vor allem auch seine Zeitgenossen alle schon von 1914 geprägt. Ich habe das Buch gelesen, das parallel zu dieser Ausstellung erscheint, das Sie und der Herr Hannes Leidinger geschrieben haben. Und was mich dabei so überrascht hat, war, dass erstens, man denkt tatsächlich, man weiß alles über Hitler. Und das Zweite ist, mir kommt manches wahnsinnig aktuell vor. Also zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, diese Strömungen, die da warnen vor den Vermischungen von Völkern, damals natürlich in einer anderen Sprache und mit dem Rassenbegriff quasi argumentiert, der heute ja nicht mehr verwendet wird, aber heute wird es halt dann kulturell gewendet und die Identitären sprechen vom großen Austausch und haben Verschwörungstheorien, warum die Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt hierher kommen nach Europa und dass diese kulturelle Identität in Gefahr sei, das ist mir eigentlich sehr aktuell vorgekommen. Und dann frage ich mich natürlich, ob wir heute auch vor einer Situation stehen, wo dann ganz plötzlich solche Strömungen ineinandergreifen und sich etwas entwickelt, was keiner wollte, so wie sie auch immer behauptet wird oder argumentiert wird, dass die Menschheit quasi in den Ersten Weltkrieg hineingeschlittert ist und keiner wirklich gezielt angepeilt hat, einen Weltkrieg herbeizuführen. Wie sehen Sie das? Ja, es ist auch für uns verblüffend gewesen, auch in der Recherche. Und wir müssen ja auch in der Ausstellung immer auch das Sinnliche berücksichtigen, wo sind Objekte, die das zeigen können, wo sind Bilder, die das zeigen können, ob das jetzt satirische Darstellungen sind, ob das kitschige Exponate sind, auf denen dann draufsteht, durch Reinheit zur Einheit. Ja? Also da wird in Nippes, im Alltagskitsch, der sich in Wohnungen befunden hat, das vermittelt, diese Angst, um Gottes Willen, unser Volk, unser Stamm, der ist in Gefahr, der ist bedroht, der muss rein, der muss sauber bleiben. Also ein Rassenwahn, der sich aber eben auch verbindet mit dem Nationalismus und auch der Vorstellung, wir Deutsche, die österreichischen Deutschen,
haben sich ja lange Zeit, man muss sagen bis 1945, immer als Deutsche gefühlt und nie als Österreicher. Wir Deutsche hier in Österreich-Ungarn sind besonders in Gefahr, denn wir sind ja umgeben von diesen Slawen, von Italienern, von mit den Ungarn haben wir uns auseinanderzusetzen. Also permanent diese Sorge, auch an den Rand gedrängt zu werden. Politisch, ja, natürlich, die waren politisch stark, die waren die stärksten Steuerzahler und nach den damaligen Regeln war es ja so, dass der Steuern gezahlt hat, der hatte auch das Stimmrecht, der hatte auch Einfluss. Das heißt, je mehr sich auch dieses Wahlrecht ausweitet, desto mehr sind natürlich die Deutschen in Österreich unter Druck gekommen, ja, weil sie natürlich zusehen mussten, wie auf einmal, sag's mal, arbeitslose Tschechen, Ungarn, in Ungarn war sowieso eine andere Geschichte, aber alle anderen Völker natürlich auf ähnliche Rechte bekommen haben. Ja? Das ist sozusagen diese politische Argumentation, diese Sorge, wir, die wir eigentlich in diesem Staat so entscheidend sind, sind jetzt auf einmal bedroht. Wir müssen uns all das gefallen lassen. Ja? Hass natürlich auch gegen die Habsburger. Jetzt waren das extreme Gruppen. Es waren das Leute um diesen Schönerer. Das kann man sagen, naja, das war ja eine Minderheitenmeinung. Ja? Aber man darf nie unterschätzen. Ja? Und ich meine, da ist die österreichische Geschichte der letzten 30, 40 Jahre schon auch etwas, wo man sagen kann, das kommt uns doch bekannt vor. Ja? Ob die jetzt kleiner oder größer werden, ja? Aber es kann eine bestimmte politische Gruppierung auch als kleine sehr viel an Themen vorgeben. Es kann sehr viel auch beeinflussen. Ja? Und da muss ich auch sagen, ist natürlich eine Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg, ja? Die eben dieses große Inferno noch nicht erlebt, sondern die alles noch natürlich auch aushandeln muss, in der natürlich auch noch auch Gegeninitiativen stattfinden. Es gibt dann auch eine Vereinigung im Kampf gegen den Antisemitismus, die leider wenig Einfluss hat, aber von ein paar prominenten Menschen auch mitgegründet wird. Die Bertha von Suttner spielt zum Beispiel auch eine Rolle. Ja, auch Theodor Billroth, der sich ein paar Jahre vorher selber noch antisemitisch geäußert hat, ja, ist auf einmal einer, der sagt, da bin ich jetzt auch dabei. Hermann Bahr ist Antisemit und wird zum Kritiker des Antisemitismus. Ja. Das heißt, es gibt in dieser Zeit immer noch Menschen, die rechtzeitig erkennen, wohin das führen kann. Ja. Ja. Ich habe den Eindruck, Gott sei Dank gibt es heute auch genug Menschen, die das tun. Wir sind, glaube ich, in der Mehrheit, um zu sehen und auch besorgt, was alles passieren kann. Aber sie sind da. Aber ich denke, man kann sich sehr schön anschauen im späten 19. Jahrhundert, was passiert, wenn man solche Gruppen einfach nicht, entweder nicht ernst nimmt oder ihnen meint, in der Argumentation folgen zu müssen. Wenn man sich die Ideologie des Nationalsozialismus anschaut, dann fällt natürlich auf, dieses Nationale, das Antisemitische, das die über die quasi Betonung und sich selbst Erhebung über das angeblich Deutsche. Aber es ist auch die andere Seite und das ist das Soziale, also das angeblich Soziale. Heute würde man sagen, unser Geld für unsere Leute ist ein bisschen so ein Slogan, der in diese Ideologie hineinpasst. Wenn man jetzt den jungen Hitler sich anschaut, zu welcher sozialen Schicht gehört er denn? Steht er dazwischen den Welten oder gehört er irgendwo dazu? Was hat ihn denn da geprägt? Er kommt aus einer bürgerlichen Familie. Also sein Vater war Aufsteiger, hat es von einem unehelichen Kind einer Magd zu einem höheren Beamten geschafft. Also wirklich jemand, der sagen kann und von sich wohl auch dieses Selbstbewusstsein auch nach außen getragen hat, ich habe es geschafft. Und man darf auch nicht unterschätzen, diese Monarchie hatte durchaus auch ihre Möglichkeiten, Leuten solche Aufstiege zu ermöglichen, gerade im öffentlichen Bereich, unter den Eisenbahnern, unter den Lehrern, unter den Beamten. Der hat es geschafft. Sein Sohn beginnt eigentlich als Absteiger und all das, was er dann als elend und irgendwie sich selbst als Opfer darstellend auch vermittelt später, ist selbst verschuldet. Ich meine, er beendet die Schule nicht, er glaubt, er ist ein Künstler, das funktioniert auch nicht. Er muss sich dann zunehmend mit immer weniger Geld schauen, dass er da über die Runden kommt. Er schrampt wirklich einige Monate lang an der Obdachlosigkeit entlang. Also er ist nie ganz obdachlos, aber er ist in einem obdachlosen Asyl in Meidling. Das ist sozusagen wirklich der Tiefpunkt seiner Wiener Zeit. Der dauert 3 Monate.
dann geht es wieder ein bisschen bergauf. Die Meldemannstraße, das Männerheim an der Meldemannstraße ist ein sozusagen kleiner Wiederaufstieg oder eine Stabilisierung auf einem niedrigen Niveau für ihn. Aber da bleibt er 3 Jahre. 3 Jahre ist er mehr oder weniger isoliert, kommt er sozial nicht weiter. Das mit dem Künstler hat er meiner Ansicht nach zu dem Zeitpunkt schon aufgegeben. Mhm. Er träumt sich große Projekte in alle möglichen Richtungen. Er hat nur niemand, der ihm zuhört, der das besonders ernst nimmt. Also er ist eigentlich ein totaler Loser. Er ist ein Loser, aber nach all dem, was man weiß, und ein bisschen mehr wissen wir jetzt auch wieder, weil wir Zeitungen durchsuchen können aus der Zeit. Ganz anders ist das noch vor 7 Jahren möglich gewesen. Wir können jetzt Volltextzeitungen durchsuchen. Ja? Und wir kommen wirklich auch auf neue Quellen. Er hat sich schon auch politisch betätigt in diesem Männerheim. Ja? Es ist bekannt, dass er Reden geschwungen hat, ja, dass er sich hineingesteigert hat in Themen. Ja. Wir wissen auch heute, das Milieu dort in dieser Meldemannstraße war ein deutsch-radikales. Ja. Es gab aber immer noch viele, die gesagt haben, den Wahnsinnigen nimmt es denn nicht ernst, und dann ist er quasi wieder frustriert, hat er sich zurückgezogen und seine Ecke verdrückt. Aber er war schon ein politisches Wesen auf seine ganz eigenartige, verrückte Art. Ja. Also er war isoliert einerseits, und andererseits hat er geglaubt, er weiß, wie es geht, was man tun muss. Und eigentlich trifft er 2 politische Entscheidungen vor dem Ersten Weltkrieg. Das eine ist, er tritt im Jahr 1908 mit großer Wahrscheinlichkeit, ja, wir haben wirklich da sehr viele Indizien dazu, einem Bund der Antisemiten bei. Das wusste man bisher nicht. Man hat immer geglaubt, das ist eine Fantasie seines Jugendfreundes, der sagt, naja, das wäre so gewesen oder so. In Wirklichkeit spricht viel dafür, dass er das wirklich gemacht hat. Das macht er zu einem Zeitpunkt, als der Antisemitismus gerade eher ein bisschen abflaut. Wir müssen uns vorstellen, Karl Lueger ist Bürgermeister, den hat man ja auch als Antisemiten in dieses Amt gewählt. Der mildert seine Sprache etwas, ja, und das wird immer wiederum vorgeworfen, auch von seinen eigenen oder Teilen seiner Anhängerschaft. Ja, und die gründen diesen Antisemitenbund. Das sind Lueger-Anhänger, die sagen, Lueger ist ihnen zu wenig antisemitisch und wir müssen wieder schauen, dass der wieder radikaler wird. Ja. Das geht jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich voran, aber Hitler dürfte sich genau mit dieser Bewegung beschäftigt haben. Für ihn auch so interessant, weil sie quasi eine Kombination darstellt aus dem Gedankengut von Georg von Schönerer, also von diesen Alldeutschen, also diesen extremen Antisemiten und Rassisten, vor allem Antislawen auch, und dem Lueger, auch Antisemit, aber pragmatischer, zugleich als christlich-sozialer, auch sozusagen eher katholisch geprägt und so. Aber dieser Antisemitenbund vertritt tatsächlich das, was Hitler in dieser Zeit wahrscheinlich wirklich auch politisch am nächsten stand. Was hat man denn damals den Juden vorgeworfen? Man hat ihnen alles vorgeworfen, was schief geht. Vor allem das Wirtschaftliche. Und es ist wirklich so simpel. Zunächst einmal, warum verliert der Antisemitismus an Bedeutung vor dem Ersten Weltkrieg? Weil es den Menschen besser geht. Die Löhne steigen. Es greifen die ersten Sozialgesetze, es wird viel gebaut in Wien, es tut sich was, Lueger vermittelt, und nicht zu Unrecht, dass sich diese Stadt wirklich modernisiert wird und so, eine Aufbruchsstimmung ist da. Ja. Zugleich gibt es internationale politische Spannungen, die dann bekanntlich ja auch bei der Entfesselung des Ersten Weltkrieges eine entscheidende Rolle spielen, aber da ist man noch jetzt nicht so, dass man sagt, das liegt jetzt nur an den Juden. Aber man hat wirklich eine Phase, man kann so sagen, frühe Nullerjahre bis in den Ersten Weltkrieg hinein, wo dieser Antisemitismus deutlich geringer ist. Er hat aber, und das hat uns so erstaunt, in den 1880er Jahren, 1890er Jahren bereits eine Form von Radikalität erreicht, ja. Wo wir wirklich verblüfft sein müssen. Der Börsenkrise 1873, nach dem Wirtschaftskrach, also in dieser Wirtschaftskrise der 1870er Jahre, gibt es eine erste große Welle, dann gibt es in den 80ern wieder eine große Welle. Also immer dann, wenn es vor allem wirtschaftlich Schwierigkeiten gibt. Ja, und da gibt es Konjunkturen, zugleich gibt es aber auch ganz große strukturelle Probleme. Ja. Viele Handwerker sind in ihrem Denken immer noch so,
ich bin in der Zunft, die seit Jahrhunderten macht, macht mit meinem Beruf das so gemacht. Auf einmal gibt es Leute, die können das billiger machen, die machen das schneller, die handeln mit was. Ja, das sind doch die Juden. Ja. Naja. Ich meine, es gab doch in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Bau der Ringstraße, die wahnsinnig schönen Paläste, die auch diese handwerklichen Geschichten, die da entstehen, die Hölzer, die Parkette, die Spiegel, die alles, was schön ist und was auch eine gewisse Kenntnis und bestimmte Materialien braucht. Das waren ja viele Handwerker, die aus Galizien irgendwann einmal zugezogen sind nach Wien. Also da war wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Neid, ja, weil Neid, die schaffen es. Neid ist das grundlegende Motiv und das nicht verstehen können oder da kommen einerseits, da schaffen es auf einmal einige Juden nach dieser Emanzipation, nach der Gleichberechtigung in den 1860er Jahren, auf einmal dürfen die Boden besitzen, auf einmal dürfen sie sich Häuser bauen. Mhm. Also viele wichtige Ringstraßenpalais sind ja von jüdischen Familien errichtet worden, ja. Jetzt sind die eine Oberschicht. Sie sind in den Berufen tätig, die relevant sind. Freiberufler, Journalisten, Rechtsanwälte, Ärzte. Sie sind Unternehmer. Sie sind im Finanzgeschäft tätig. Sie sind wirklich in vielen Spitzen. Also von den, Roman Sandgruber hat das mal ausgerechnet, nicht von den fast 1000, von den reichsten 1000 Wienern sind, glaube ich, 40% Juden, ja, oder jüdischer Herkunft, die sehen sich ja oft auch nicht mehr als Juden, sind assimiliert oder konvertiert oder so, aber im Begriff dieses rassischen Begriffes sozusagen wurden auch als Juden betrachtet, ja. Das sind die einen, die sind sozusagen an der Spitze der Gesellschaft, ja. Die anderen sind die Armen, die am Nordbahnhof ankommen aus Galizien, die polnischen Juden, die sogenannten Schnorrer, ja, und ein Mensch, ja, der das alles nicht versteht, der auch diese wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht versteht, der denkt sich, da kommen permanent neue da aus dem Osten an, siedeln sich in der Leopoldstadt an und auf einmal werden die so mächtig und können so einflussreich sein. Die müssen doch alle irgendwie eine gemeinsame Sache machen. Ja. Mit mir geht's beruflich nicht weiter. Ich bleibe da, ich verarme oder ich spiele keine Rolle in der Politik, in der Gesellschaft, wirtschaftlich. Ja. Und auf einmal wird denen das alles zugeschoben. Aber das heißt, Hitler hatte eigentlich keine realistische Vorstellung von der Gesellschaft. Was hat er denn gelesen? Also Sie haben vorhin gesprochen von den Räumen. Wenn man in die Ausstellung hineinkommt, dann gibt es verschiedene Räume, die verschiedene Lebensphasen auch des jungen Hitler quasi besprechen oder bestimmte Strömungen der Zeit. Gibt es einen Raum, in dem man erkennt, was damals gelesen wurde oder gedacht wurde und was Hitler vielleicht auch gelesen hat und gedacht hat? Ich würde sagen, die ganze Ausstellung beschäftigt sich mit dem, was er gelesen haben könnte, was aber nicht nur er gelesen hat, was einfach auch wirklich weit verbreitet gewesen ist. Ja? Ich nenne ein Beispiel Houston Stuart Chamberlain. Ein Mensch, der in Wien tätig war, der seine wichtigsten Bücher hier geschrieben hat, ein Rassist, ein Antisemit, der in dicken Büchern zu beweisen versucht, nicht nur, dass die germanische Rasse die wichtigste auf der Welt ist, sondern dass sie auch eben wieder gefährdet ist durch die Juden und der das aber so pseudowissenschaftlich ausbreiten kann. Ja? Da ist ein bisschen Naturwissenschaft dabei, ein bisschen Kulturgeschichte und so. Das ist ein Buch, das ist bis zum Ersten Weltkrieg in der Auflage von 100.000 Stück produziert worden und auch gelesen worden. Ja? Wir zeigen ein Exemplar, wo sich jemand alles schön angestrichen hat. Der hat das wirklich vom Anfang bis zum Ende gelesen, der Mensch. Ja? Das ist gelesen worden. Ja? Wir reden heute von Sigmund Freud, der Traumdeutung. Das hat eine Auflage von 1.000 Stück. Mhm. Also da hat man heute, glaube ich, die Verhältnisse ein bisschen verzerrt. Also was damals wirklich quasi Common Sense war und das, was damals absolut einer kleinen Schicht von interessierten Spezialisten vorbehalten gewesen ist. Aber wir haben auf der anderen Seite auch das Thema der Eugenik. Ja? Es gibt kluge Leute, engagierte Leute, jemand wie Karl Kautsky, ja? Ein ganz ein wichtiger Theoretiker der Sozialdemokratie, ja? Schreibt in einem Buch davon, in welcher Gefahr diese Gesellschaft ist. Und zwar interessanterweise, weil es den Menschen besser geht, gesundheitlich besser, werden auf einmal so viele Menschen mitgenommen, die eigentlich im Kampf ums Dasein, das ist ja dieser wirklich fatale ideologische Gedanke auch, quasi den die Darwinisten aufbringen, ja,
verschwunden wären. Wie gehen wir mit denen um? Wir müssen schauen, dass wir unsere Rasse irgendwie da von denen irgendwie frei halten. Ja? Er schlägt eine sogenannte Sozialeugenik vor. Ja? Das heißt, Menschen zu ächten, weil wenn sie zum Beispiel als Kranke unter Anführungszeichen sich fortpflanzen, ja, wo er sagt, das müsste man so ähnlich ächten, wie man das heute mit unehelichen Kindern tut. Ja. Oder die Mediziner, ja, die Mediziner müssten da auch eine Rolle spielen. Ja. Da reden sie von 1910, da reden wir noch nicht von der Zwischenkriegszeit. Ja. Also die Eugenik ist zum Beispiel sehr, sehr verbreitet unter den Sozialdemokraten. Sie ist sehr verbreitet, auch unter Deutschnationalen sowieso, aber auch unter zum Beispiel im englischen Raum, Sprachraum und die Fabians, der George Bernard Shaw, ja, die Amerikaner. Also es ist ja auch nicht so, dass es sozusagen eine reaktionäre, finstere Welt allein gegeben hat und eine moderne. Nein, das ist miteinander verschränkt. Wir haben ja heute eine Situation, wo wir von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ausgehen, wo jeder Mensch gleich an Rechten und Würde sein soll. Also das ist ja eigentlich unser westliches Konzept und das gab es ja damals noch nicht. Und ich frage mich jetzt natürlich, wie solche Strömungen, ich meine offenbar, also der Gedanke, dass alle Menschen gleich viel wert sind oder auch aus dem christlichen Glauben heraus quasi vor dem Antlitz, das Antlitz Gottes eine Rolle spielt, also der Mensch als ein Abbild, das war offenbar nicht verbreitet. Und die Solidarität unter der entstehenden Arbeiterbewegung, die hat auch offenbar nicht so eine weltumspannende Idee gehabt, weil sonst könnte sich ja eine eugenische Vorstellung gar nicht durchsetzen, dass nämlich die, die schwach sind oder krank sind, quasi nicht leben dürfen. Ne? Offenbar ging das zusammen. Also man hat natürlich schon die Menschenrechte seit der Französischen Revolution ausformuliert gehabt. Ja? Man muss auch sagen, jemand, der sein Christentum ernst nimmt, kann doch auch unmöglich ein Antisemit sein. Ja, man muss ja auch sagen, die Christlich-Soziale Partei dieser Zeit, sie hieß ja auch deshalb christlich, weil sie damit nicht jüdisch zeigen wollte, dass sie das nicht jüdisch ist. Ja. Also christlich verstehen wir heute anders, als damals verstanden wurde. Ja. Aber man muss sich vorstellen, das sind Pfarrer ja, in Währing, ein berühmter Pfarrer, Pfarrer Deckert, ja, noch vor 15 Jahren hieß der Platz nach ihm benannt, inzwischen hat man ihn Gott sei Dank umbenannt. Ja. Ist auch ein Rassenantisemit, ja? Der schreibt ein Buch, das heißt Vater unser in der Judennot. Ja? Also wie kann jemand, der praktizierender, gläubiger Christ ist, ja, sagen, diese Menschen, die gehören ausgesondert, mit denen die dürfen nichts in unserer Gesellschaft zu suchen haben. Ja? Die Sozialdemokraten halten sich im Antisemitismus einigermaßen zurück, aber haben eben dieses Thema, die Vorstellung, eine ideale sozialistische Gesellschaft muss auch eine gesunde sozialistische Gesellschaft sein, die muss stark sein, ja. Also nochmal Kautsky beschwört dann, die müssen so kräftig sein wie damals die Germanen in was weiß ich oder die Menschen in der Völkerwanderungszeit, ja. Wo sich denkt, wo kommt dieses furchtbare Pathos her? Aber die hatten auch ihren beschränkten Blick, obwohl sie natürlich ihrer Theorie nach sagen müssen, alle Menschen sind gleich, wir sind international, Nationalität, Rasse, das darf doch alles kein Thema sein. Aber ich denke, von wegen immer, oder auch die Überlegung Gegenwart, auch in der Gegenwart, wir führen großartige humanistische Konzepte mit uns herum und trotzdem gibt es dann Varianten, Einschränkungen, die Vorstellungen, da gilt das wirklich für alle. Ist jetzt nicht doch eine Grenze gegeben, ja, wenn da die und die auf einmal auftauchen, wenn es das und das alles gibt. Ja, und auf einmal, wo man beginnt, naja, das hängt möglicherweise mit dieser Religion zusammen, ja, oder mit Menschen dieser Hautfarbe oder so. Also wir sind ja davor auch nicht gefeit. Ja, ich kann mich erinnern, es gab ja auch sogar in politischen Debatten die Meinungen meistens von Freiheitlichen geäußert oder eigentlich fallen mir jetzt auch wirklich nur Freiheitliche ein, die dann so der Meinung sind, die Schwarzen, wie sie sagen, sind also anders, quasi genetisch auch anders gestrickt und haben andere Charaktereigenschaften und sind nicht so gewohnt zu arbeiten etc. Das haben wir ja auch in der politischen Debatte in Österreich alles schon gehabt. Ja. Ja, ist interessant, dieser Rassismus ist so eine absurde Disziplin. Also man beginnt ja erst jetzt, ihn irgendwie wirklich einmal zu dekonstruieren und zu sagen, das war eigentlich eine
völlig verrückte, haltlose, wissenschaftlich haltlose Angelegenheit, die wir ja wirklich über ein Jahrhundert mindestens, man kann nur sagen zwei Jahrhunderte, ernst genommen haben. Ja. Und wenn man diese Texte liest aus der Zeit, ja, dann muss man sich fragen, wenn der wirklich auch als wissenschaftlich sie ernst genommen hat, hat er sich irgendwann einmal die Frage gestellt, was das nicht für ein Unsinn ist, den er da verzapft. Das Teuflische ist nämlich immer diese Kombination, und das ist genau das, was Sie auch sagen. Ich argumentiere ein bisschen biologisch, ja, dann merke ich, hoppla, komisch, das kann irgendwie, das führt zu keinem Ergebnis. Ja. Dann schwenke ich um auf, naja, schauen wir uns das einmal kulturell an. Ja. Warum sind die so? Ja? Warum? Und dann sehe ich, aha, naja, die sind so, weil sie eben so aussehen. Ja? Und wenn sie so aussehen, naja, aber wir müssen feststellen, es gibt auch welche, die andere Nasen haben und trotzdem, was auch immer sie sind. Man hat ja alles, allerlei das heißt, vermessen, von der Nase bis zum Ohr, Abstand zwischen den Ohren. Der Schädelindex ist sozusagen der Maßstab für den Wert eines Menschen. Ja? Und da lassen sich wirklich auch Leute in jahrzehntelangen Untersuchungen, ja, die gehen, fahren um die ganze Welt mit ihren Messgeräten. Ne? Wir haben ein solches in der Ausstellung, ja, sogenannter Kraniometer, ja, wo vermessen wird, wie das Längen- und Breitenverhältnis eines Kopfes ist, und danach wird dann der Schädelindex ausgerechnet, dann werden Karten erstellt. Ja. Wir zeigen das am Beispiel von Österreich, was weiß ich, dann gibt es die Langschädligen und die Rundschädligen und so weiter. So what? Ja? Also selbst wenn es das gäbe, ja, aber das wirklich perfide ist, dass man dann beginnt zu sagen, gut, und was bedeutet das? Und dann beginnen die eben kulturell zu argumentieren. Ja? Also das ist das Teuflische in einer sozusagen einer rassistischen Logik, und die gibt es auch heute noch. Ja? Die wird heute noch auch verbreitet. Ja? Ich möchte auf einen, wir sprechen schon lang, aber ich möchte auf einen Aspekt noch zu sprechen kommen, der mir interessant scheint, weil er auch eine Spiegelung heute in der aktuellen Debatte hat. Und zwar, ich nenne es einmal dieses anti-intellektuelle, anti- oder auch anti-elitäre. Also man kann es ja, es vermischt sich ja auch dann in den Diskussionen. War Hitler einer, der die Eliten angegriffen hat? War er ein Anti-Intellektueller? Das ist nicht einfach zu beantworten. Hitler selbst behauptet ja immer, alles aus sich selbst erfunden und ausgedacht zu haben. Mein Kampf ist ja eine einzige Stilisierung dieses Gedankens. Ja. Es gibt ein einziges Vorbild, das er auch als solches nennt, das ist Richard Wagner. Jetzt denkt man sich, Richard Wagner für einen Politiker oder jemand, der politisch tätig sein möchte, ist nicht seltsam. Aber Wagner ist tatsächlich nicht nur als Komponist, sondern auch als Figur einer, den er zeitlebens bewundert hat. Also über die Musik natürlich, über diese Sagenfiguren in dessen Opern, aber auch als einen Revolutionär, also einer, der seine Karriere riskiert hat im Jahre 1848 um der deutschen Sache willen. Ja. Einer, der schwer hatte, auch als Komponist ernst genommen zu werden. Einer, der auch kein Wunderkind war, der sich einmal überhaupt länger gebraucht hat, um auch als Komponist überhaupt einmal selber sich zu fühlen und tätig werden zu können. Also nicht so ein Mozart. Ja. Und Hitler hat sich ja auch als jemand gesehen, der noch nicht entdeckt ist, der so viel Energie und so viel Willen in sich spürt und der sich durchkämpfen muss. Ja. Und in Wien ja eben überhaupt nicht weiterkommt. Ja. Man sagt ja auch, wenn Wagner seine Autobiografie nennt Mein Leben, dann hat das auch für ihn inspirierend gewesen, Mein Leben, mein Kampf. Ja. Also es war, glaube ich, auch eines der Bücher, die, so sagt man, auch noch in der Meldemannstraße quasi immer bei ihm waren, Mein Leben. Also Wagner war die Figur, die er ernst genommen hat, die ihm wichtig war in all ihren Aspekten. Auch Wagner war ja bekanntlich auch ein Schriftsteller, der sich auch zu allen möglichen geäußert hat. Zur Judenfrage bis hin zum Vegetarismus. Und viele Wagnerianer sagen ja, man muss Wagner auch als Ganzes immer ernst nehmen. Auch da ist er jemand, der in der Zeit, der Fanatismus ist natürlich auch gerade gegenüber Wagner, wir wissen das von Leuten wie Otto Weininger, aber auch Wilhelm Ellenbogen schreibt 1913, der wahre Sozialismus der wahre Sozialismus besteht aus Marx, der Internationale und Richard Wagner. Also Wagner war ja auch in allen Lagern höchst anerkannt. Also den lässt er gelten, alle anderen lässt er überhaupt nicht vorkommen, außer dann als sozusagen praktizierende Politiker wie den Loeger und den Schönerer. Und da sagt er,
Die Schönerer waren quasi theoretisch im richtigen Weg als Rassenantisemiten und als radikale Nationalisten, aber sie haben irgendwie in der politischen Praxis versagt und es ist ihnen nicht gelungen, die Massen hinter sich zu bekommen. Mhm. Luiger gelang das, aber der war wiederum theoretisch viel zu kompromissbereit, hat sich viel zu sehr eingelassen und war viel zu wenig dogmatisch, mehr oder weniger. Aber ich sage einmal, sonst Personen, die man früher immer als Einflüsterer gesehen hat, ja, wie zum Beispiel einen gewissen Lanz von Liebenfels, ein Typ, der einen Orden gegründet hat und eine verrückte Zeitschrift namens Ostara herausgebracht hat, das ist meiner Ansicht nach ganz, ganz überschätzt worden. Das spielt keine große Rolle. Das war eine Sekte, mehr oder weniger, die er kaum rezipiert hat. Und er war ja gerade, was solche esoterischen Ideen betrifft, immer eher sehr, sehr skeptisch. Das hat er ja auch später nicht ernst genommen. Aber das heißt, Hitler war durchaus quasi ein Mann seiner Zeit, der die Kultur, die damals geherrscht hat, vor allem die Massenkultur, also die Massen versammelt haben, jetzt im Virtuellen oder im Wirklichen, weil bei den Aufzügen, Markhardt-Aufzügen, da kann man ja schon von so einem Massenspektakel wahrscheinlich sprechen, also wo Leute auf der Ringstraße standen und diese farbenprächtigen Bilder, Figuren, Pappmaché-Gestalten etc. angeschaut haben. Also das heißt, er hat das aufgenommen, was da ist. Ganz genau, er hat aufgenommen, was da ist. Ja. Es ja. ist eine, in Ihrer Ausstellung, das hat Herbert Lackner in der Profilgeschichte auch geschrieben, da wird auch eine Komposition des jungen Hitler gezeigt, die man im Nachlass seines Jugendfreundes Kubizek gefunden hat, nämlich den Versuch, ein Vorspiel für eine Oper zu schreiben, das Richard Wagner aufgegeben hat. Also ein Stoff, den er dann nicht verwirklicht, nicht realisiert hat. Und was ich nicht wusste, dass Hitler ja gar keine Noten lesen konnte oder jedenfalls nicht so, als wie ein Komponist es Noten lesen können muss, wenn er komponiert. Obwohl er, glaube ich, 4-5 Monate Klavierunterricht hatte. Und dann hat sein Freund Kubizek diese quasi Improvisationen, hitlerschen Improvisationen am Klavier notiert. Können Sie uns da was erzählen davon, wie das ausschaut und ob man, ich weiß nicht, ob das jemals schon gespielt wurde, wie sich das anhört? Nein, wir probieren das gerade, aber es ist für uns wirklich eine der großen Überraschungen. Also wir zeigen aus dem Nachlass Kubitschek, also seines wichtigsten oder eigentlich einzigen Jugendfreundes, Originale. Das sind auch die einzigen Originale, die wir zeigen. Wir wollen in dieser Ausstellung ja uns da auch bewusst zurückhalten. Mhm. Aber die gehören wirklich zu auch ganz gesicherten Objekten und die erzählen schon sehr viel auch über die frühe Prägung dieses Charakters. Und das für mich wirklich verblüffendste Beispiel ist dieser völlig neu aufgetauchte Fund eben eines Opernentwurfs Wieland der Schmied, genau wie Sie sagen, ein Projekt, das Wagner nicht weiter verfolgt hat. August Kubitschek hat Musik studiert, das heißt, der wusste auch davon, der hat vermutlich auch Hitler davon erzählt, du, da gibt's etwas, was der Wagner nicht komponiert hat, Wieland der Schmied und so. Und Hitler denkt sich, na, dann müssen wir das komponieren und ich werde das komponieren und du, Kubitschek, wirst die Noten dazu schreiben. Und Hitler beginnt auf dem Klavier, denn in der gemeinsamen Wohnung in der Stumpergasse wurde ja ein Klavier angemietet, damit eben der Kubitschek auch etwas hat, wo er üben kann und so. Beginnt also Hitler zu improvisieren. Kubitschek erzählt diese Geschichte sehr, sehr genau. Als Musiker hat ihn das auch sehr, sehr beschäftigt. Das Interessante ist nur, er hat seit seines Lebens dieses Dokument nie veröffentlicht. Das war ihm, schreibt er nach 45 ein Buch über seinen Jugendfreund Adolf Hitler. Da kommt das eben nicht vor. War das so? Ist das vielleicht so schlecht? War es ihm peinlich? Es war ihm peinlich. Einerseits war ihm diese Geschichte so wichtig. Und Kubitschek schreibt ja bereits vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs auch über diese Geschichte. Und da sagt er noch so kokettierend, naja, was wäre, wenn es dieses Kulturdokument heute noch geben würde vom Führer, eine Oper und so. Und in Wirklichkeit, glaube ich, will damit signalisieren, ich erzähle euch diese Geschichte, aber bitte versucht sie ja nicht nachzuschauen, ob das Ding noch da ist. Ja. Ja, das ist verschwunden. Ja. In Wahrheit hat er sich erhalten. Nach dem Krieg ist es ihm peinlich, das zu publizieren. Mhm. Noch dazu, wo er selber auch mitwirkt. Ja. Er schreibt so, ich sage es einmal,
einmal eher fast ein bisschen wohlmeinend, naja, wenn Hitler ein bisschen besser hätte Klavier spielen können, wäre es vielleicht noch etwas interessanter geworden. Und das orientiert sich natürlich an der Musikwelt von Wagner und so, aber es muss schon sehr eigenartig klingen. Aber es zeigt, man kann das natürlich auch als harmlosen Streich von Pubertierenden sehen. Diese sagen, unser großer Superstar. Aber Pubertierender war er dann immer, oder? Ja, er war schon 19. Ja. Das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen eigenartig. Und das, was natürlich schon wiederum den Unterschied ausmacht, Hitler hat so etwas immer ganz, ganz ernst genommen. Das war nicht ein Spiel oder ein, wir probieren das halt oder so. Ja. Wir haben ja noch eine Episode, die wir mit einem Objekt sehr schön darstellen können. 1906 wird, wie jedes Jahr, gab es eine große Staatslotterieaktion mit einem riesigen Gewinn. Ja. Hitler und Kubitschek setzen auf dieses Los und Hitler geht absolut hundertprozentig davon aus, dass er natürlich auch gewinnt. Und viele kennen die Fantasie, na, man denkt sich mal aus, was würde man machen, wenn man gewinnen würde. Nein, aber bei ihm ist es so, dass er fix das bereits einplant. Ja? Und er stellt sich bereits sein Leben vor, wenn er eben nicht, also Schule ist eh nichts mehr, aber auch sonst sich um nichts mehr kümmern muss, völlig sorgenfrei lebt und so. Und ist dann völlig erzürnt, erbost, wütend, dass der dieses Los nicht bekommen hat. Wieso kann das sein? Und beginnt dann alles sozusagen zu beschuldigen. Wie kann man überhaupt eine Staatslotterie gründen, die so etwas zulässt, solche armen junge Leute wie uns hier ausweitet? Also nicht er hat sich da auf etwas eingelassen, sondern die Umwelt hat ihn gehindert an dem, was eigentlich sein müsste. Und das ist schon typisch für diesen Charakter, den er eigentlich bis 1945 durchzieht, da ist, ich sage mal, der Krieg gegen die Sowjetunion und dann gegen die USA und dann also gegen das Judentum ist nichts Starrheit, anderes. Diese völlige Starrheit. Ja. Also es kommt inhaltlich noch viel dazu, als Charakter ist der mehr oder weniger als Pubertierender oder als junger Erwachsener mehr oder weniger fix und fertig. Ja. Also das heißt, Träume sind schon gut, aber allzu verbittert sollte man sie auch nicht verfolgen. Ja, das macht gruseligerweise seinen Erfolg aus. Also ich meine, vor dem Ersten Weltkrieg hätte man ihn wahrscheinlich wirklich irgendwann einmal vielleicht unter Gewahrsam genommen oder er hätte, wäre nicht weitergekommen. Ja. In den politischen Parteien hat er keine Chance gehabt. Die einzige, die ihn aufgenommen hätte, wäre die Sozialdemokratie gewesen. Die wollte er nicht. Also sonst hätte er hätte einen Beruf haben müssen oder bei den Deutschen Nationalen sogar studiert haben müssen oder so. Da ging ja alles nicht. Ja. Ich habe mir überlegt, wenn es Mikrofone gegeben hätte, also wenn der sozusagen dieses Redentalent muss er gehabt haben. Ja. Nur es gab damals kein Forum dafür. Ja. Er hat sich in dem Männerheim, hat er sich irgendwie austoben können, ja, und Reden schwingen können. Ja. Und auch da gibt es noch viel Gegenwind, die sagen, bitte, was jetzt ist und da für einen Quatsch. Gut, das hat er sich dann geschaffen, das Forum. Das hat er sich geschaffen und da muss man wirklich sagen, ist natürlich die Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg ja, eine ganz andere als vor dem Ersten Weltkrieg. Ja. Also obwohl es all diese wirklich düsteren Strömungen, diesen verheerenden Zeitgeist schon gegeben hat, ja, es gab immer noch genug, die das irgendwie steuern konnten und das eine oder andere ein bisschen zivilisieren konnten. Es wurde noch debattiert, es gab noch Untersuchungen, ich denke zum Beispiel auch jetzt ganz anderes Thema Herero-Aufstand, ja, es wurde tatsächlich auch noch im Reichstag in Deutschland debattiert, da gab es auch noch Menschen, die das aufgedeckt haben, gesagt haben, was da im, oder beispielsweise was im Kongo passiert, ja, da gab es immer noch couragierte Journalisten, Schriftsteller, Fotografen, Menschenrechtler im heutigen Sinn quasi, die sich eingesetzt haben und die auch noch Stimme hatten. Und nach dem Ersten Weltkrieg werden die ganz schnell auch an den Rand geschoben. Es gibt sie natürlich auch noch, keine Frage. Aber auf einmal ist es eine Gesellschaft, die solchen Leuten wie er, ja, die diese großen Hasser sind, ja, auf einmal ein Forum bieten. Weil er konnte ihnen ja immer vermitteln, seht das, was ich durcherlebt habe, ja, in diesem Völkerbabel Wien, ja, umgeben von feindlichen Ethnien und so weiter, Völkern und die mich alle bedrängt haben, ja. Diese Deklassierung, die ich mitgemacht habe, ja, die ihr jetzt als Volk mitgemacht habt, ja, da weiß ich, was wie ihr fühlt und da werde ich euch raushelfen, ja. Und diese Story ist leider, wie wir wissen, sehr erfolgreich angekommen. Ja, er ist ja auch im österreichischen Wahlkampf des Jahres 1920, glaube ich, ist er ja auch mehrmals aufgetreten. Also der Hitler in Österreich war er war offenbar wirklich ein guter Redner und so hat die ganz kleine nationalsozialistische Partei in Österreich oder in Wien eigentlich nur,
hat dann Aushilfen bekommen aus Deutschland, aus München, und da kam ein der junge Hitler. Ja, und er wurde der König geredet. Von München als Redner. Ja. Das wurde, was er war, war er wirklich als Redner. Das war sein Talent, aber dieses Talent ist tatsächlich schon in der Wiener Zeit vorhanden gewesen, nur es hat zu dem Zeitpunkt halt noch nicht das Publikum gegeben, außer ein paar Herren da in der Meldemannstraße. Vielleicht ein Gedanke noch. Ich habe vor ein paar Jahren, oder vor, also nicht so lange her, vor 4, 5 Jahren, die Hitler-Biografie von Konrad Heiden gelesen. Journalist in München in den 20er, 30er Jahren, der dann emigriert ist in die Schweiz. Und ein Schweizer Verlag hat diese quasi allererste Biografie eines aufsteigenden Politikers, also bevor er Reichskanzler wurde, geschrieben. Und er hat ihn beobachtet, so quasi wie ein Politiker wird. Das heißt, in die Treffen in den Münchner Bierkellern und die Reden auf irgendwelchen holzhölzernen Gasthaustribünen und so weiter. Und, oder auch daneben sitzend und die ganze Partie quasi belauschend und beobachtend, wie sie angezogen sind, wie sie reden miteinander etc. Und ich habe mir damals, wie ich das Buch erst jetzt vor 4, 5 Jahren gelesen habe, habe ich mir gedacht, man hätte ja wirklich schon alles wissen können. Also warum haben die Leute nicht drauf reagiert oder nicht richtig reagiert? Und mir ist das Buch jetzt auch wieder untergekommen. Es wurde nämlich auch übersetzt und man hat es unter anderem im damals noch nicht entstandenen Staat Israel, sondern in Palästina. Also das ist, in Tel Aviv konnte man 1934, 1935 dieses Buch kaufen, so quasi um über das Meer zu schauen, was sich da in dem Land abspielt, aus dem man mal geflüchtet ist, weil viele Deutsche sind ja schon ab 33 nach Palästina gegangen, also deutsche Juden, für die es eben sehr, sehr schwierig geworden ist, weil sie ihre Arbeiten und ihre Stellungen und ihre Geschäfte etc. verloren haben. Also das hat mich schon erstaunt, dass man eigentlich in der Zeit, in der man sich befindet, schon vieles weiß und trotzdem oft nichts weiß. Ja, nein, es ist, also Heiden ist wirklich eine verblüffende, großartige erste substanzielle Biografie, wo man sagen kann, die ist wirklich toll recherchiert und es ist echt verblüffend, was der alles gewusst hat, bis in die Details hinein. Beispielsweise bis zu den Wohnadressen in Wien. Ja? Also nicht nur einige Zeitzeugen gehabt. Er kannte den Kubitschek noch nicht, sozusagen, aber der hätte ihm wahrscheinlich auch nichts erzählt, weil der Kubitschek ja eher ein Nazi war. Aber der Hanisch war auch einer, aber mit dem konnte er offenbar wirklich wichtige Abschnitte der frühen Geschichte auch rekonstruieren. Aber mir ist es genauso gegangen. Ich meine, ein Buch, wo man sagt, bitte, das ist auch in großer Auflage erschienen. Ja? Also mutig, das zu schreiben, mutig, das auch in der Schweiz das zu publizieren, zu verbreiten. Also das muss ja den Hitler auch sowas von blamiert haben, wenn er sieht, um Gottes Willen, da gibt es jemanden, der meine ganze Vorgeschichte nämlich so erzählt, wie sie wirklich war. Aber man muss auch sagen, mein Kampf ist in so viele Sprachen übersetzt worden. Jeder konnte das lesen. Ja? Und das ist, dort sagt er wirklich, was er vorhat. Heiden wäre der sagt, schaut euch den mal an. Ich meine, der meint wirklich, was er sagt. Ja. Es ist bedrückend, dass es eben, obwohl es gelesen worden ist, eben nicht ausreichend ernst genommen worden ist, dass man sagt, wir müssen handeln. Wir müssen auch im Ausland handeln, ja, weil das ist ja eben in den anderen Ländern erscheinen. Um Gottes Willen, ja, da gab es ganz wenige, die sich da sehr früh im Ausland, also die auch dann Möglichkeiten gehabt hätten. Ja. Winston Churchill, obwohl auch am Anfang durch auch jemand, der von Hitler beeindruckt war, aber der ist einer von denen, die relativ bald erkennen, der Typ, der ist nicht einzubremsen. Ja. Appeasement, das ist der falsche Weg. Ja. Aber mir ging es bei Heiden genauso. Ja. Ja, in diesem Sinn sage ich Dankeschön und ich kann nur empfehlen, diese Ausstellung anzuschauen, weil sie vielleicht wie ein Prisma auf die heutige Zeit wirken könnte. Dankeschön. Danke, Dankeschön.